Willkommen von der IAA 2017, wo wir hier beim Mikro sind, die 2018 im März einen kleinen, nicht Scooter, sondern gleich ein fast vollwertiges Auto hier verkaufen werden mit 450 Kilogramm Gewicht ohne Akku. Es wird zwei Größen für den Akku geben, einmal 120 Kilometer Reichweite bei bis zu 90 km/h Geschwindigkeit und einmal 215 Kilometer Reichweite für 15.000 Euro der größere Akku und für 12.000 Euro der mit dem kleineren Akku und 4.000 Vorbestellungen gibt schon. Wir sehen können, man kommt vorne raus, es können, wenn man will, sogar zwei Personen drin sitzen. Und wenn es hier gerade schon mal aufgegangen ist, dann seht ihr hier wunderbar, dass wir hier drin natürlich schön viel Platz haben. Hier haben wir natürlich noch einen Prototyp, also die Verarbeitung wird ein bisschen anders ausschauen und hier haben wir natürlich den Türgriff und alles weitere dann natürlich auch mit dabei, wobei mein Elektroauto ja eh nur auf die Tube drücken muss. Hier seht ihr ihn von vorne, den Microlino. Nochmal, da steht ja der Name. Und von Seite nochmal 2,4 Meter lang. Deswegen kann man auch quer parken. Das war hier sehr wichtig für Mikro, damit der Name hier entsprechend auch passt vom Design her. Und Klimaanlage haben wir nicht drin, aber eine Heizung ist sehr wichtig, weil gerade durch die Heizung weniger Strom verbraucht wird als durch eine Klimaanlage und wir so entsprechend natürlich viel mehr, viel weiter fahren können. Dadurch 120 und 215 Kilometer Reichweite. Ab März werden sie auch schon ausgeliefert in verschiedenen Farben. Hier haben wir jetzt den blauen, es gibt dann natürlich noch orange, rot, so ein dunkelgrün und ein türkis zur Auswahl. Das war also der Microlino hier von IAA 2017. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr es zugeschaut habt und vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren.